Dieser Moment, wenn du unbedingt schimpfen möchtest, die Regeln der Grammatik und Artikulation aber leider nicht auf deiner Seite sind. Selten so eine Pass. Wie dich ertragen. Lesen noch ein paar Zettel, du Witz. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu eurem Witz. Wir lesen jetzt einfach mal noch ein paar Zettel. Nee, kein Bock, lass uns ein Spiel spielen. Und zwar Tears of Blood. Das hab ich programmiert. Ich habe gehört, das Spiel soll richtig tight sein. Ja gut, ich meine, beschweren? Ein herzliches Willkommen zu Kantenglättung The Game. Wir spielen die hängenden Schultern der Arbeitnehmerschicht, dessen Angehörige sich normalerweise eher weniger. Was ist das ja eigentlich? Die Gesamtschule von Tatooine oder was? Und ich bin der äußerst motivierte Drill-Sergeant. And a mover to the right, and a mover to the left, and a mover to the right, and a mover to the left. Michael Jackson dreht sich im Grabe um. Moment. Das Spiel trollt mich doch, oder was? Warum ist denn hier ein Pool in der Schule? Kann mir das mal jemand erklären? Och, da darf ich nicht rein. Ich habe letztens ein paar Teenies zu schräg angeguckt. Seitdem muss ich leider draußen bleiben. Ja, Freunde, da machst du nichts. Ein Wink des Schicksals. Es sieht hier eher aus irgendwie wie ein Knast. Oh, aber in die Duschen darf ich rein. Oh, das ist mir ein bisschen peinlich. I forgot how to door. Hallöchen, Kleine. Ich will dir ja nicht... Holy shit! Du bist creepy, Mann. Du bist fucking creepy. Haben dir das deine Eltern jemals gesagt? Wahrscheinlich schon, sonst würdest du nicht so dastehen. Ich weiß nicht, was gruseliger ist. Das Mädchen oder ich, wie ich einfach nur dastehe und die ganze Geschichte beobachte. Hey, junges Fräulein. Man zieht sich normalerweise aus, wenn man sauber werden will, aber auf was weiß ich schon. Oh. Na, ihr seht auch so aus, als hättet ihr Spaß hier in eurem Schlammbad. Warte mal. Entschuldigt mich bitte. Ich muss mal hier kurz einen kleinen Blick reinwerfen, ob hier alles okay ist. Ja, das sieht alles gut aus. Ja, alles fresh. Jeder hat eine Badehose an, hoffe ich. Entschuldigen Sie die Damen. Dann lassen Sie mich mal vorbei. Ich bin eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit hier. Die wichtige Angelegenheit wurde soeben erledigt. Oh, YouTube. Ach, das ist die Creator Academy oder was? Ja, diese Schule hätte ich eigentlich auch besuchen sollen, deswegen sind meine Videos so zum Kotzen. Aber die waren mir ein bisschen zu abgeschieden hier, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hinfahren. Das war mir ein bisschen zu scheiße. So. Was haben wir hier, meine Damen und Herren? Kann ich mich jetzt irgendwo nützlich machen oder laufe und moonwalke ich hier nur so durch die Kante und bewege mich von Dimension zu Dimension offensichtlich? Oh shit, ey. Da wird mir auch ein bisschen schlecht, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Mal gucken, was hinter dieser Tür liegt. Das Abenteuer, Freunde. Hinter dieser Tür findest du deinen ersten Abonnenten. Der Weg ist nicht weit. Bei der Macht von Leon Marcher. Du hast dein Ziel bald erreicht. Offensichtlich. Okay, wow. Bin ich zu spät zum Nachsitzen? Mein Lieblingslied. Komm, wir tanzen. Hasch, hasch, hasch. Hier kommt der Boogeyman. Okay, du bist auch nicht so zufrieden mit deinem Zeugnis, ne? Da habe ich eigentlich was verpasst. Was ist denn hier jetzt Phase? Bin ich jetzt wieder der Typ, der hier für Ordnung sorgen soll? Ist es mal wieder soweit? Oh nein! Wir müssen diese Tür... Ich muss das irgendwie abschrauben oder so. Das geht ja wohl gar nicht. Die Dusche war offensichtlich ein bisschen zu heiß. Mist. Das war das Problem. Nicht die Kleidung. Verstehe. Tun wir jetzt hier rein? Verdammte Axt. Nicht reinpickeln, nicht reinkacken, kein Spaß und die Hosen bleiben an. Easy peasy, Freunde. Das ist hier bestimmt wieder so ein endless Loop und ich muss in jedem Durchgang irgendeine beschissene Aufgabe erfüllen. Ich sehe es schon jetzt. Verdammte Axt. Oh, gimme. Verdammt! Wow, irgendwer konnte entweder Türen nicht leiden oder hat ganz dringend nach einer Toilette gesucht. Also eins von beiden wird's gewesen sein. Die Welt wird es nie erfahren. Hi.
Oh, Leute, auf dem Weg zum zweiten Abonnenten. Ja, der Bursche ist schon etwas schwieriger zu bekommen. Da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Dropkick, Alter. Voll in die Fresse. Komm, nochmal rein da. Nochmal rein. Sieht das dämlich aus? Was, das Vieh kommt jetzt? Oh nein, es wird mich zum Tanzen auffordern. Cool, das wirkt doch richtig respekteinflößend, während es da so seitwärts durch die Gänge stolpert. Ist in Ordnung. Wenn ich nochmal 5 Minuten diese Katze ihn angucken soll, dann kann es mich eventuell erwischen. Verstehe schon, worauf das hinausläuft. Oh Gott. Officers, was ist denn hier passiert? Könnt ihr bitte besprechen? Ich bin auch schwarz. Glaube ich zumindest. Ich weiß, was bei solchen Angelegenheiten zu tun ist. Oh! Mensch, ihr seid aber auch schnell da. Verstehe. Hat den ganzen Abend gebraucht. Lass mich raten, ihr wart doch beim Donutladen oder was. Wobei, kann ich euch nicht verübeln, denn ich habe auch tierisch bekommen. Donuts? Ist hier gerade was lang gestolpert? Nein, Seth. Nein, gar nicht. Oh, verdammte Axt, die Tür kotzt mich an. Oh, ich hab mich jetzt übelst erschrocken vor dem. Ja, da guckst du, was? Wehe, du machst den Dreck da nicht sauber, du. Dreh dich in den Hintern. Sag ich alles deiner Oma. Du hebst keine Donuts mehr, das sage ich dir. Boah. Ist richtig hell hier. Warum fließe ich hier durch die Gegend? Was soll das? Ich glaube, er fühlt den Boogie-Woogie oder sowas in der Art. Oh, ich habe irgendwas aufgelesen. Meine Erfahrung sagt mir, dass es ein Schlüssel ist. Meine Hoffnung sagt mir, es sind 50 Cent für den Kaffeeautomaten. Das kann ich jetzt auf jeden Fall gebrauchen. Oh, es war tatsächlich dafür. Sind wir hier richtig? Ich war hier noch nie. Ich kenne mich nie hier aus. Oh, der Elevator. Ach so. Verstehe, ja. In Ordnung. Das ist kein Fahrstuhl. Du lügst, Knopf. Du warst mein einziger Freund. Ich glaube, ich habe die Toilette gefunden, wo der Typ vorhin die Tür rausgerissen hat. Dauert noch 2 Stunden, bis es Platsch macht. Der hat einen ganz gewaltigen Weg vor sich. Na gut, da springt doch da mal rein, oder? Ich glaube, der Abend wird ja eh nicht interessant. Was? What? Oh, das ist eine nice Optik. Cool. Muss ich jetzt da hin oder was? Warte mal, das war hier über den Berg, oder? Ich warte ja schon lange drauf, dass wir über den Berg sind. Was war denn das? Irgendwelche Bretter oder eine Absturzstelle? Die haben das UFO nicht mit Holz gebaut. Oh, hi, Outlast. Grüß Gott. Das Barbecue ist eröffnet. Wo war denn das? Das war hier. Ah, I see. Komm, Dropkick, in my face! In my face! Okay, wir lösen es einfach auf die unsanfte Tour. Ist in Ordnung, können wir gerne so machen. Holy shit! Holy shit! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das möchte ich jetzt bitte nicht hier zum Abend. Ich möchte bitte Feierabend machen. Wow, die Polizisten haben ganze Arbeit geleistet, oder? Ah, what the fuck? What the fuck, wo ist es? Was soll denn das? In Ordnung. Okay. Formidable. Bravo. Teufel, geht hier ab? What? Ich habe hier gerade irgendwas eingesammelt. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ich glaube, ich habe getan, was ich tun konnte. Nichts wie raus hier. Nichts wie zum Kaffeeautomaten. Aber jetzt schnell. Aber jetzt richtig schnell, bevor ich hier einschlafe vor Langeweile, oder Mama? Weiter geht's. Oh nein, ich muss zurück zum Elevator. Während das Vieh da duscht. Shit. Ihr verratet mich nicht, Freunde. Ihr seid ganz still, oder? Ihr seid ganz still, bitte. Oh, das ist eine richtig bestechende Optik. Das ist richtig nice. Hallo. Na, komm mal mit rein. Ich halte extra offen für dich. Okay, ciao. Warst du langsam. Tja, leck mich am Arsch halt. Au, das war laut. Ja, so ganz normaler Schulalltag, ne?
grüß dich. Good morning. Gehst du bitte wieder raus? Dankeschön. Gutes Mädchen. Danke fürs Spielen. Das war nur ein Traum. Und es hat extrem wenig mit Tränen und Blut zu tun, Leute. Aber es war sein erstes Game, Leute. Es war mein erstes Game, Freunde. Ja, also fand ich jetzt gar nicht so schlecht gelungen, muss ich sagen. Nee, oder scheiße, ich fand es einen abgefuckten, interessanten Grafikstil. Ich habe das Spiel nicht kapiert. Die Story war so... Na gut. Ich meine... Schwer. Auf jeden Fall haben wir das jetzt mal auch gesehen. Lasst ein... Einen Daumen nach oben. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Freunde. Und tschüss.